beobachte euch auf der Map. Aus Hilfe? Alles in Ordnung. Bei mir glitscht die auf der Map ein bisschen aus, als ob sie absinkt und dann wieder hochgeht. Macht sie auch. Ach so, okay. Warum die Plantera-Pflanze nicht gespawnt, dass sie direkt hier in der Arena ihre Knospen hatte, das verstehe ich einfach nicht. Ja, vor allem es sagt er unten, ja, es ist erwacht und nichts kommt. Okay, ich habe einen bekommen. Ein Schwert. Will ich gleich mal nachgucken. Ich gehe mal hier oben in unser Zimmer rein. Ja, ich werde auch eins beschossen. Der Setzling. Ich habe einen Granatwerfer gekriegt und Raketen. Aber sonst nichts Neues. Ui, da müssen wir noch mal ran. Ich hab Leafblower gekriegt. Toll. Yay, ein Laubbläser. Gut, dann müssen wir nochmal ausschwärmen. Ich glaube, bei mir unten am Gang war trotzdem noch eine. Ja, ich gehe mal kurz aus dem Dschungel zurück. Oh, ich habe hier gerade eine Plantera-Pflanze gefunden. Sehr gut, ich komme wieder. Und
gab mal einen direkten Weg und dann versuchen wir. Ja, es wäre oder weniger direkt. Ab sofort macht das am besten der Lennart mit den Pflanzen holen und laufen, weil der das gut tanken kann, um die Hirn zu machen. Ja, Lennart, kommst du mal? Ja, warte kurz, ich glaube, ich hab hier... Okay, dann... Ja, ich hab nämlich hier auch noch eine Plantera-Pflanze. Dann hol ran die Schalter, Machen muss, muss man ein bisschen Wasser ablassen. Das sauge ich hier gleich. Ich hab zwei Platten fallen lassen, die, wenn du Bock hast. Jo, das sehe ich als Vorinvestition für die 24 Platin, die ich schon ausgegeben habe. vor allem fast sinnbefreit, ne? Leider. Mhm. Hier ist eine Pixie, die flattert hier einfach nur rum. Ich glaube, die wollte dir was zeigen, deswegen reagiert die nicht auf mich. Ah, warte, Erik. Ja. Sag Bescheid, wenn ich die Plantera auf den Anfang machen darf. Ich bin ready. Was soll ich jetzt sagen? Er wurde mir gerade gedroppt. Von der Mimik, die da war. Dann droppen die den Shit. Ja, jetzt kommen die mit den Sternenumhängen. Bin mal kurz in der Basis. Gleich wieder da. Okay, dann solltest du die Plantera-Pflanze noch nicht zerstören, weil sonst kann er sich nicht porten. So, kannst du jetzt machen. Okay, ich beobachte wieder auf der Karte, dass alles glatt läuft. Aktuell wieder gut aus. Aber es ist halt immer ein weiter Weg. Ja, vor allem, weil ich immer wieder stoppen muss. Mhm. Ja, besser als gar nicht. Zweite Phase.
Katie der Krankenschwester. Ja. Hast du was dagegen? Nein. Ja, ich wollte schon sagen, du bist doch kein Transphober. Ja, aber du müsstest nicht der kranken Bruder heißen. Also das ist jetzt Gender Assuming, ja? Also nein, folgendes Krankenschwester. Nee, das verstehst du falsch. Dann wurde absolut das falsche Personalpronomen genommen. Weil du jemand deswegen sehr schimpft. Ich will jetzt einfach nur intelligent wirken. Pass auf, damit kannst du heftige Diskussionen loslösen. Warum sollte ein Junge nicht mit dir angesprochen werden? Warum sollte ein Mädchen nicht mit der angesprochen werden? Ja. Ganz einfach, die deutsche Sprache wurde anders konzipiert. Oh, pass auf, da haben sich manche schon ein Grab mitgeschaufelt mit so Ausdrücken. Ich weiß. Ausdrücken. Hey, das ja, ist was so du? Im Englischen hast du nur einen Artikel. So, im Deutschen hast du drei. Ja, und das ist der Fehler. Deswegen sage ich jetzt alles nur noch mit das. Das Tisch, das Fenster, das Junge, das Mädchen, das Sonne und das Blume. Gehst du auf die Arbeit, was ist das? Das ist deine Kündigung. Hat einer von euch was gekriegt? Achso, warte. Kein Setzling, leider. Alter! Au. Erik hat sich in einen unansehnlichen Fleischhaufen verwandelt von Stachel. Ja, kaum ist man, weil mein Dings voll ist, Inventar, muss ich ja extra das Zusatzinventar öffnen. Ist da. Immerhin, Tyrone. Ah, fuck, ich hab vergessen. Ein Spawnpunkt da anzusetzen. Aha, das wäre im Bosskampf kacke gewesen. Warum? Meinst du die letzten drei? Ja. Ausnahmen bestätigen die Regel. Das jetzt finde ich mich angegriffen. Erik? Mein Name? Das bin nur, ich hau dich tot. Hat mir gerade die Mimik gedroppt, ein Sternumhang. Jetzt hast du vier. Ich bin alle umbringen. Die ganze Zeit keinen bekommen und dann kommen sie auf einmal alle. Nein, ich habe eine Wespenpistole eben gekriegt. Hm. Also wieder keiner ein Setzling. Ja, komm mal her. Was ist denn los? Ah ja, Pantera. Wespe. Achso, stimmt, du hast ja noch. Aber halt ich erstmal. Ja, kann ich unterwegs machen. Okay. Da können wir, kann ich gleich nochmal ein bisschen aufprügeln. Ich bin bereit geboren. Schön vorsichtig das kleine Blümchen hier entlocken. Lola, der Stylistin ist angekommen. Lernt er sowieso mein Leben.
ganz gut aus. Ich habe mir fast alle Tentakel weggenommen. Ist doch was. Ich habe noch einen Sieder. Wir haben jetzt zwei Stück. Ich habe einen Nesselstoß. Bist du nicht stylisch, Erik, was wir tun haben? Milady? Nee, freue ich nicht unbedingt. Hat keiner von euch noch einen Sieder bekommen? Nein, ich habe aber eine magische Waffe gekriegt, die nicht so stark ist. Ah, das heißt, eins fehlt noch. Ah ja. Also müssen wir mal suchen gehen. Ja. Ich hab hier unten mal noch eine bei mir. Warte. Mach noch mal eine Piggybank auf für mich, bitte. Oh ja, wäre ich auch dabei. Dankeschön. Mit Plantera bekommt man gut Geld zusammen. Zwar nicht so viel wie beim Golem, aber trotzdem. Ey, Geld ist Geld, ne? Oh, sind wir stark genug, um... Nee, noch nicht. Noch sind wir nicht stark genug. Um was? Um alle drei Metallbosse auf einmal zu bekämpfen. Gibt ich denke nicht. Achievement, Mecha Mayhem. Ja, also wir sind spätestens stark genug, wenn ich den SDMG habe. Und ich, wenn ich diesen Nebulon-Handschuh, oder wie man da auch heißt, hab. Ach, spätestens beim Prisma ist sowieso vorbei. Oh, ich will den SDMG wieder haben. Der war mega geil. Space Dolphin Machine Gun. Wo kriegst du den her? Von den Marsianern? Von Cthulhu. Ah, von Cthulhu. Was für ein Stativ hast du eigentlich für dein Mikro? Weißt du mich? Ja. Warum hätte man nicht wieder atmen? Nee, aber man hört immer so, so ASMR-Geräusche, dass wenn du so leicht gegenkommst, hört man immer diese. Ich komme nicht mal dagegen, ist die Sache. Das ist ja wahrscheinlich, du hast was man an den Schreibtisch dran macht, oder? Ja. Daher könnte das dann kommen, wahrscheinlich. Ja, es kann nicht sein. Na gut, meine Tastatur könnte vielleicht. Es könnte vielleicht an der Sache liegen, dass ich auf dem Tisch was bewege. Ja, der Schalt bewegt sich halt immer ein bisschen mit. Ja, vor allem der ist auch ein bisschen älter. Ey, ich würde das Mikrofon dann nochmal einstellen. Ja, könnt. Mit weniger Empfindlichkeit wird das, glaube ich, behoben. Ja, das wurde mich letztes Mal zurückgesetzt, weil ich aus irgendeinem Grund den Treiber deinstalliert habe. Ja, ich habe immer noch Probleme mit meinem Mikro. Ich habe immer noch keine Einstellung gefunden, um meinen Treiber zu aktualisieren. Ach, ich kann ja auch gleich mal irgendwann vorbeikommen, dann können wir das mal zusammen machen. Okay, ich habe hier eine Plantera-Knospe bei mir. Alles klar, ich komm. Ja. Muss nur noch ein richtiger Weg dahin gemacht werden. Ich glaube, hier dürften sogar zwei sein. Oder? Nee, doch nicht. Die zweite habe ich mir dann nur eingebildet. Ich meine nämlich, als wir den Golem bekämpft haben, dass unter dem Tempel zwei Plantera-Knospen waren, aber eine ist hier nur. Du solltest vielleicht zurückkehren. Bin ich bereit?
Ja, ich halte mich mal schnell an den Nas. Erik. Solltest du vielleicht auch machen. War ich auch. Ich hätte eigentlich schon rufen, schreiben. Der Weg dauert ja ein bisschen. Ist echt schade, dass es für Plantera kein Beschwörungs-Item gibt, das man so mitnehmen kann. Ja, das ist eigentlich der einzige Boss, der sowas nicht hat. Duke Fischler muss dann auch einen Ozean besiegen. Ja gut, das ist aber optional an, ne? Ja. Lunatic-Kultist kann man nur am Dungeon bekämpfen. Ansonsten war es das. Ach komm, wo ist denn der Weg, den ich gerade eben genommen habe? Ach, da. Ist links, genau. Geh, noch, geh weiter links. Okay, oder geh da hoch. Geht das wieder los? Ich kümmere mich um die Tentakel. Du hast nicht lassen können. Ich kann es halt wortwörtlich nicht lassen. Sag ich doch. In the gun. So wie wir jetzt die ganze Zeit Plantera blätten, habe ich kurz vergessen, dass wir im Expert-Mode sind. Oh, stimmt, da war ja was. Das wird sich spätestens bei der Marsianer-Invasion wieder zeigen. Ja, das wird mal anstrengend, aber das ist auch alles machbar. So. Ich habe 3 Seeder jetzt. Ich habe alle. Danke. 32 Sekunden liegen da, David. Jo, warte, ich räche dich. Ja, ist schon gerecht. Hier ist die Bezahlung. Nimm wenigstens den Grabstein noch mit. Oh ja. Oh, das ist ein goldener Grabstein. Der könnte hier als Erinnerung bleiben. Nee. Na gut, wenn der Plantera Stände von Plantera tötet, dann könnte er als Erinnerung bleiben. Ich geh mal zurück. Ach, verdammt. Ich bin so schlau. Na ja, gut, hat auch funktioniert. Ja, easy. Verstehe ich nicht, wo das Problem war beim ersten Mal. Verkaufen. Du brauchst doch bestimmt noch ein bisschen Grünalgenerz, oder? Jo, und Glibber. Ja, guck mal, also Glibber hole ich gerade.